So Leute, hier bin ich wieder. Letztes Mal haben wir das Porträt wiederholt, stimmt. Oh, du bist es. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Der Königstab. Ah, sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Der Königstab, so. Einige Gerüchte besagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nur an. Ja, das denke ich auch. Wäre auch. Oh, erstmal speichern. Wäre auch dumm, wenn ich. Falls wir sterben. Ah. Fast 4 Stunden spiele ich schon. Nicht schlecht. Dum, 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 dum. Stimmt, der König ist tot, also können wir wählen. Nein, Bürgermeister. Bürger, ihr wisst, dass der König dieses Landes nicht mehr lebt. Ohne Führer haben wir das Recht auf uneingeschränkte Freiheit. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann jeder hier für das Amt kandidatieren. Noch jemand? Ich werde auch kandidieren. Na, wer ist es? Luis, der Trinker. Nee, Luis Trinker, so. Ich bin nicht sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann dir helfen. Gut, Luis, gib nun deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um dein Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine kurze Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidaten genau an, bevor ihr eure Stimme abgibt. Die Zukunft ist sicher, solange es Menschen wie Luis gibt. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Also er möchte die Stadt weiterentwickeln. Jean traf in seiner Rede genau den richtigen Ton. Die Leute glücklich machen, indem man ihr Land verschönert. Genial. Dennoch stimme ich Jean nicht zu. Wir sollten alles brüderlich miteinander teilen. Und der will das Geld, also Kommunismus. Demokratie oder Kommunismus? Demokratie oder Kommunismus? Moment, vielleicht sagt mir der Wahrsager, was besser ist. Hey, die Sterne, höre zu. Ja, okay, die Blume habe ich hier schon. Mehr als eine. Dann. Ich will euch ja alle Gimmicks zeigen, also die Städte weiterentwickeln, dann muss man Jean wählen. Wenn wir Luis wählen, entwickelt sich die Stadt leider Gottes nicht weiter. Wir werden nun die abgegebenen Stimmen zählen. Das kann noch etwas dauern. Okay. So. Lass mich raten. Eine Stimme mehr für John. Tut mir leid, dass du warten musstest. Kein Problem. Oh, sehr schön. Ja, das ist netter. Kann ich schon ins Schloss? Da gibt es nämlich ein Wettessen. Nee. Komisch. Ah, sehr schön. Zoll. Jetzt können wir hier auch endlich rein, weil der war vorher versperrt, weil der König dafür Geld wollte. Jupp. So, jetzt dürfte auch Dings weiterentwickelt sein. Nee, komisch. Scheiß drauf. Ahola. Ein Elixier wollen wir haben. Zack. Und das war's jetzt eigentlich schon hier, glaube ich, ne? Mal gucken, was die Leute so sagen. Im Süden liegt der Hafen Aloas, was doch die Sardinenfischerei ist, oder? Frische Sardinen. Lecker. Fisch. Königin. Ja, passiert. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Schloss. Ich glaube, ich bin zu schwach für das dumme Schloss. Nee, nichts soll weg. Ja, nicht. Glück steigt immer noch. Ich bin, glaube ich, wirklich zu schwach. Ich gucke gerade, wie viel Schaden ich den Gegnern mache. Ansonsten werde ich trainieren. Und schalte dann wieder hier rein, wenn ich ein angemessenes Level erreicht habe. Ja, okay, ich bin viel zu schwach. Das geht hier überhaupt nicht. Das ist wie im ersten Turm.
woraus die Gegner viel mehr Leben haben. Ich meine, die machen zwar auch keinen Schaden, das... Aber... Für jeden Gegner jetzt so lange zu kämpfen, habe ich auch nicht unbedingt was. Boah. Zack. 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 So, jetzt langsam. Also, sie haben gut Leben. Schwere Geburt. Endlich. Ja, ich töte noch gerade den Gegner, dann gehe ich trainieren. Weil so habe ich nachher anstatt ungefähr 70 Parts, 100 Parts. Und das wollen wir nicht. Und tot, tot, tot. Dann eben Amoklauf. Na, wenn er nicht wegrennen würde, Versager. Und zack. Geht doch so. Also, ich gehe dann jetzt mal trainieren. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Und wie ihr seht, habe ich ein bisschen aufgelevelt. Und bin jetzt Level 25. War etwas langwierig, länger als ich gedacht habe, aber gut. Hat ja jetzt dann doch irgendwie geklappt. Dann gehen wir mal direkt hier hin, wo ich trainiert habe. Ich weiß gar nicht, was das ist. Weiß ich nicht, was das sein soll. Vielleicht sowas wie eine Abstellkammer. Nur ohne Sachen, die abgestellt worden sind. Ich weiß es nicht. 309 EP gab es pro Run. Also einmal hier durch. Falls jemand mal spielt und sich fragt, ob sich das hier rentiert. Also ob sich rentiert, weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, 309 EP. Ah, übrigens die Skelette, was ich auch schon oft gelesen habe unter solchen Videos, ob die Skelette EP geben, bevor sie explodieren. Also wenn die schon so dumm rumwackeln. Ja, sie geben dann schon EP. Das habe ich mal getestet. Von mir aus kann ich euch das auch gleich mal zeigen, damit ihr das dann seht. Außer es hat sich jetzt geändert. Gespenstisch, wie in einem Albtraum. So, sorry Leute, ich musste hier mal kurz eine Pause machen, weil meine Schwester was wollte. Und ich muss hiernach jetzt auch direkt wieder aufhören, also vielleicht noch heute Abend einen Teil, ein, zwei Parts, also das Schloss fertig. Oder morgen. Mal schauen. Ich stelle noch ein paar Skelette. Ja, gut sehen, gut gemacht. Eins gehörte ich der Gefolgschaft der Königin an, die Königin hatte drei Söhne, tragischerweise starben sie im Jungen. Und trotzdem sitzen sie auf dem Palast, auf dem Thron vom Schloss. Gibt ihre drei. Ja gut, das sind die Tipps. Also wie gesagt, bis das nächste Mal. Tschüss.